Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Contrast. Oder besser gesagt zu Let's Play Meine verrückte Persönlichkeit. Oh, das ist ja interessant. So, wollte ich mal auf deinem Po herumtanzen? Auch nicht schlecht, jetzt tanze ich dir auf den Kopf herum. So, dann gucken wir doch mal. Das ist auch gut, dass mich das Spiel eigentlich hier nochmal draußen abgesetzt hat. Also ich habe jetzt hier 7 von 10 Leuchtkugeln eingesammelt, umso schöner. Na, dann war es das hier auch schon wieder, denke ich mal. Ja, sieht gut aus. Na gut, dann wollen wir nochmal ins Hotel. She was getting pretty loud in there. See? You meet a guy's wife, now he's got a whole new reason to make good. How come you know so much? Cause my ma used to smack me every time I didn't know. I should try that with my kids. I can't get in! The door's locked! I need your help! Gut, das hatten wir auch schon im letzten Part, ich weiß, aber für die, die den zweiten Part vielleicht nicht gesehen haben, dachte ich, dass es hier nochmal rein repetitiv ist. Und deswegen werde ich jetzt schon mal den Anfang machen, weil ich den ja weiß. Der ist auch nicht sonderlich schwierig. Da muss ich nämlich einfach diesen Kofferwagen hier hineinschieben, so zum Beispiel, damit dieser Fahrstuhl hier absinkt. Und in der letzten Folge bin ich ja schon so weit gewesen, dass ich, naja, bei diesem Rätsel hier nicht weiterkam. Aber das können wir ja abändern. Und zwar müssen wir erstmal den Fahrstuhl nach oben fahren lassen. So, und das hatte etwas mit diesen Lampen auf sich. Das kann ich soweit auch sagen. Deswegen erstmal hier die nach unten kurbeln. Ja, warum geht das jetzt auch so weit nach unten? Kann mir das mal jemand erklären? Naja, das Ziel ist auf jeden Fall, dass ich in die nächste Etage muss. Und das schaffe ich natürlich nur so in etwa. Ab in den Schatten, hoch und dann gucken wir mal, wie wir hier um die Ecke kommen. Na perfekt. Und schon bin ich nämlich im nächsten Stockwerk. Tja, und da habe ich im letzten Part ziemlich lange dran gerätselt, aber ist nun mal so. Ja, Alarm. Der Fahrstuhl fährt nach oben. Oder sowas ähnliches. Na, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo es denn hier weitergehen könnte. Ach so, da sind die Lampen oben. Oh, hier haben wir erstmal eine Tür. Hier haben wir erstmal einen Raum. Ah, da haben wir noch was zum Entdecken. Ach, jetzt habe ich hier einen direkten Zugang zum nächsten Stockwerk. Ach, das ist ja sehr schön. Da dürfte ich ja jetzt keine Probleme mehr haben. Kann ich hier in der Mitte vielleicht was machen? Ach nein, Mr. Unsichtbare Wand, wenn wir dann Strich durch die Rechnung machen. Naja, egal. Wir wissen jetzt, dass wir hier nur hochkommen. Ich muss mal ganz kurz die Grafikeinstellungen mir angucken. Ja, die steht auf Mitte. Also von daher dürfte hier eigentlich nichts ruckeln. Das kommt mir aber ein bisschen ruckelhaft vor. Ist zumindest so mein Gefühl. Na, gehen wir mal hier in den Schatten. Ach so, da komme ich nicht sonderlich weit. Na gut, dann hätten wir das schon mal. Aber ich muss ja noch ins nächste Stockwerk gelangen. Zum Beispiel da hoch. Ach verdammt. Ja, ja. Ich habe da so eine ganz dumpfe Idee. Wir können doch hier nochmal runter. Da konnte ich doch, ups, hier den Fahrstuhl nochmal nach unten fahren lassen. Und wenn ich das tue, ist das wieder da. Genau. Und die Kronleuchter, jetzt habe ich den richtigen Begriff dafür, sind auch da unten. Sodass ich jetzt wahrscheinlich, Moment, ich hole das hier einfach mal nach oben. Nee, irgendwie hätte ich mich da wohl beeilen müssen oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, verdammt, ist das kompliziert. Wir holen mal diesen Fahrstuhl hier hin. Mal gucken, was der hier zu sagen hat. Ach ja, jetzt habe ich hier aber erstmal weniger Schatten. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt muss ich das nur noch hinkriegen, dass ich da irgendwie hochkomme. Wo sind denn die Kronleuchter? Da ziemlich weit oben. Na gut, dann gucken wir mal,
Oder sind das die kunstvollen Gegengewichte? Na, mal gucken, ob das jetzt gut geht. Ups. So macht man es natürlich nicht, aber... Ja, vom Grundtenor habe ich es verstanden. Ich habe das jetzt wirklich verstanden. Mal gucken, wie schnell wir das jetzt noch hinkriegen. Was ich aber übrigens sagen wollte, ist... auf jeden Fall vielen Dank an euch Zuschauer, denn... Das kommt ja wirklich ganz gut an, dieses Projekt. Also innerhalb kürzester Zeit sind da doch sehr viele Aufrufe. Und das freut mich auf jeden Fall. Also es freut mich auf jeden Fall sehr, dass es euch so zusagt. Und da kann man natürlich echt nicht meckern. So, jetzt versuchen wir mal, das hier zu betätigen. Also vom Grundtenor sollte ich das ja nun verstanden haben. Ah ja, so geht das zum Beispiel. Und dann kann ich nämlich hier raufspringen, ganz vorsichtig. Ja, das wäre nämlich bald schon wieder schief gegangen. 9 von 10 haben wir jetzt eingesammelt. Naja, viel fehlt jetzt dann nicht mehr. Maybe you could sneak in through a window or something. And then you could let me in. Ah ja, durch eines der Fenster. Naja, da werden wir mal gucken. Ich hätte nur gerne mal die Kamera wieder auf meiner Seite gehabt. So, dann gucken wir doch einfach mal. Achso, damit können wir aber nicht interagieren. Da kommen wir nicht durch, das ist klar. Zumindest noch nicht. Was passiert, wenn ich das hier nach oben hole? Da verändert sich das Licht. So, böser Wicht. Naja, egal. Vielleicht hat das ja auch keine Bewandtnis, aber sei es drum. Dann werden wir mal hier hineingucken. Naja, es ist ziemlich offensichtlich, was ich hier zu tun habe. Aber ich hatte hier doch gerade... Ach so, nein, das war nur in den Schatten. Rüms, hier können wir durch. Hier kann ich auch nochmal durch. Na, mal gucken, was uns hier erwartet. Ein Außenbereich. Die Probleme von 3 kleinen Menschen. Ach so, okay. Gelange auf dem Balkon. Und ich muss sagen... Oh! Ups! Ich muss sagen, dass das sehr baufällig ist. Also deswegen werde ich mich doch mal geschwind hier rüber begeben. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out, I swear. Never's a big word. Wieso bin ich da jetzt runtergeflogen? Also ich hab's da jetzt verstanden. Why'd you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out, I swear. Never's a big word. Feels like I heard it before. This time you're gonna be nothing but proud of me. Look at this hotel suite. I got investors. The ones you just left? Yeah, I'm real proud. They're the ones who broke your finger? This? It's nothing. I got it caught in a desk drawer. In a door. In a car door. Nun gut, sie macht auf jeden Fall immer wieder diese Bewegung, aber irgendwie gelingt es mir gerade nicht, richtig auf ihrem Fuß zu kommen. Naja, das ist irgendwie komisch. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein riesiges Problem. Warum? Ich bin da irgendwie zu ungelenk für, zu ungeschickt, wie auch immer. Ups. I wanna come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? Ach, verdammt. That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? Naja gut, ihr kennt ja jetzt schon, was die hier sagen. Deswegen... Verdammt! Never's a big word. Feels like I heard it before. This time you're gonna be nothing but proud of me. Look at this hotel suite. I got investors. The ones you just left? Yeah, I'm real proud. They're the ones who broke your finger? This? It's nothing. I got a car in the desk drawer. Warum nicht gleich so? Remember the horse doctor you were gonna fix races with? That was wrong, Kat. I know that. And the barber, where your friends didn't das have ist ja wirklich and cool. Everyone was your friend. Well, you gotta cultivate your clients. Ah, hier geht's also lang. Too close to the help? Now, there you're wrong, Kat. I showed them. Ja gut, das kennen wir ja schon. Also können wir hier mal hineinschreiten. You don't believe a word you're saying. I know, cause I can read your mind like a highway sign. Schließe die Türen auf. No, ja, das machen wir. Not again. You're a carousel so schaffen wir es aber nicht. Dreams. You keep coming around and around. No one is ever gonna love you like I do, kiddo. Get back!
Don't try and kiss me, Johnny. I'll lose my mind. You gonna shoot me? Ah, go ahead and shoot. I got two holes in me where you and Dee Dee used to be. Put another one in there. Finish me off. What do you want with Dee Dee? You're not even her real father. What, you think Vincenzo's real? All he ever gave Dee Dee was her cute little nose. Yeah, maybe I'm not her real father, but I'm the one that showed her how to tie her shoes. I'm the one that put her to bed when you had to stay out late. You took her to see his show. Did he change his mind? He doesn't want to be her father. He doesn't want to be anybody. I hate you. Jesus, Cal, what are you doing? Mommy, stop. What are you doing? Nothing. Mommy and Daddy were having a little fight. It's not a real gun. It's just a toy. Yeah. Yeah, it's just a toy, Dee Dee. Mommy, are you gonna let Daddy come home? Dee Dee. Please, please let Daddy come home. He's in pretty deep with some bad people, Dee Dee. Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. Johnny. Yeah, Daddy needs us. If this is another train wreck, it's not just gonna be you and the train this time. I'm not gonna let it wreck this time. I promise. I've missed you so much. Yay! Daddy's coming home! But he's not my real daddy, is he? Interessante Neuigkeiten, die wir hier erfahren durften. Dass er nicht der richtige Vater ist. Ich meine, gut, das wird es für heute in dieser Gesellschaft öfter geben. Leider. Aber na gut, daran lässt sich halt auch nicht rütteln. Ah, und wir sind wieder im Zimmer, so wie es aussieht. It's you! Where have you been? Did you know the circus is in town? It's Daddy's circus. He says it's gonna be the biggest thing ever! Except he always says stuff like that, and then something goes wrong. And Vincenzo's my real daddy. We have to go talk to him. Vincenzo ist der richtige Vater? Okay. Das hat mir gerade nichts zu sagen, schade. Dann können wir hier noch mit interagieren. Okay. Also, Bild von Johnny. Johnny, la gente este muy loca. Ach nein, das war was ganz anderes. Na gut, sei es drum. Wenn das was anderes ist, dann frage ich mich, warum ich hier mit nicht interagieren kann. Okay, dann gucken wir uns noch ein bisschen im Haus um. Können hier noch was uns angucken? They're so happy. There aren't any pictures of the bad times. These are in the basement. She only takes them out when Daddy's living with us. You know in stories where the little girl is really a princess and her parents aren't really her parents? Does she still get to see them? Und immer diese Erfolge, die man hier freischaltet. Also das Spiel ist reichhaltig an Erfolgen, was ich ganz gut finde. Und deswegen gucken wir einfach mal weiter, was wir hier denn in diesem wunderschönen Hause noch finden. Ach, hier haben wir zum Beispiel noch etwas. Oh no, it's an eviction notice. Daddy says he's gonna pay all the bills when the circus is a big hit. Come on, I want to go find Vincenzo. Besser gesagt, du musst deinen leiblichen Vater finden. Oh, wir sind im zweiten Akt. Die Rückkehr des verlorenen Kindes. Geh zum Zirkuszelt. Oh, Klavier. Ich kann zwar nur auf Keyboard ein Stück, naja, so einigermaßen spielen, aber ist ja egal. Mal gucken, was wir hier noch Schönes haben. Ein Brief von Cat an das Jugendamt. Bitte nehmen Sie mir meine Tochter nicht weg. Achso, der ist sogar auch auf Deutsch, wie ich hier gerade sehe. Gut, das werde ich jetzt aber nicht vorlesen können, weil mir das leider ein bisschen zu klein ist. Ansonsten könnt ihr ja noch mal ein bisschen zurückspulen und das, naja, sag ich mal, lesen. Neue Fähigkeit. Ach so. Ach, zum Durchdringen von dünnen Schatten können wir das jetzt auch machen, ne? Das ist ja cool. Aber was ist das denn für eine konfuse Welt? Also, das erinnert mich
Irgendwie ein bisschen an Alice Madness Returns, muss ich dazu auch sagen. Na gut, dann wollen wir mal hier in den Schatten. Yay, ich kann dünne Schatten durchdringen. Das ist cool. Endlich geht sowas. Das kann die Rätsel aber nur noch komplexer machen. Ach so, zum Durchbohren von dicken Schatten. Hat das jetzt hier gerade eine Bewandtnis? Moment, das können wir ja überprüfen. Ups, ich wollte mir nur mal die Welt da unten angucken. Sieht nicht so schön aus, deswegen... ja, gucken wir hier einfach mal weiter. Ja gut, es muss natürlich funktionieren, ne? Also, ich muss natürlich das auch im richtigen Moment drücken. Ah, so zum Beispiel. Geniale Sache. Okay, jetzt haben wir uns hier auf die andere Seite geschattet. Bestattet? Nein, das eher weniger. Aber da haben wir einen Zirkus, sodass eine neue Musik aufkommt. Yippie-a-yay. Aber mal gucken, ob es hier noch etwas gibt, außer eine ganz kurze Ruckeleinlage. Nee, sieht nicht so aus. Deswegen wollen wir mal auf in den Zirkus. Hereinspaziert, hereinspaziert. Na gut. So viel ist hier noch nicht. Cirque. Oder Cirque? Liest sich fast französisch. Oh, mal gucken, was jetzt Schönes kommt. Hey, Vincenzo. Ready for our big night? People are really excited. You're gonna have to give them their money back. What? We're sold out. You haven't paid me. I got the money. We're selling out. You'll have it before the show. Even if you do, I can't perform here. Your circus is a disaster. It's coming together. Your puppet show about the princess is missing... The princess. You've lost your hot air balloon, and where did you get that pirate ship? It is a broken down piece of junk. Come on, Vincenzo, it's opening day. There's always a few wrinkles to iron out. Look, I'll get it all fixed. No problem. Consider it done. All right. But don't think that I will be some sort of shiny bauble that lures people into your scrapyard. He's so mean. I'll get it fixed, I promise. Or I'm a dead man. I'm worried about Daddy. He always says it's okay, but those gangsters really hurt him. We have to fix the circus, so Daddy will be safe. Come on, it's this way. Okay, also ich muss sagen, das Spiel erzählt wunderbar sich selbst, was ich schon mal sehr gut finde, und schon wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Also, ja, die Errungenschaften, die sind sehr zahlreich, aber das ist ja per se auch nicht schlecht. Na gut. Es ist wirklich ein kleiner Zirkus, ja, aber daran kann ja noch gefeilt werden. Ich bin damals als Kind auch mal gerne in den Zirkus gegangen. Nicht immer, aber doch, stellenweise schon, doch. Vor allem als die Power Rangers da so aufgetreten sind, ich fand das als Kind so cool. Ich fand das wirklich so genial. Zunächst einmal möchte ich mich hier aber noch umgucken, ob diese Gegend observiert werden kann. Das sieht aber nicht so aus und mir gefällt die Kleidung. Nein, das heißt nicht, dass ich sowas tragen will, aber mir gefällt sie. Sie gefällt mir wirklich sehr. Ja gut, Manege frei ist noch nicht, aber wir haben erstmal ein bisschen freien Erkundungsspielraum. Ah, na, wer sagt's denn? Man muss sich nur ein bisschen umsehen, dann wird das auch schon. Achso, und das kann ich wohl zum Durchbrechen des Schattens nutzen? Oh, tatsächlich. Das geht ja wunderbar. Schön. Da haben wir... Ach so, wir haben im ersten Akt wohl nicht alle eingesammelt. Naja gut, was soll's. Sei es drum. Ups. Naja, das kann ja mal passieren. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Bleibt die Kugel jetzt eingesammelt oder nicht? Das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt. Kann man das von hier sehen? Ja, anscheinend ist sie eingesammelt. Das ist ja schon mal gut. Wenigstens das... gut, da wollte ich zu weit hinaus. Aber dann gucken wir einfach mal runter. Mal gucken, was es hier noch Schönes gibt. Erstmal Licht und Schatten natürlich wieder. Okay, hier haben wir Hau den Lukas. Ach so, da werde ich irgendwo rauf müssen. Naja, ich habe schon verstanden. Aber wir gucken trotzdem erstmal uns hier weiter um, was es hier noch Schönes gibt. Außer... ja, eine schöne Aussicht. Ein schönes Schiff. Da haben wir hier... also sind wir hier an sowas wie einem Hafen.
Oh, was können wir hier noch machen? In den Schatten. Ja gut, das bringt mir gerade nichts, das ist klar. Aber man muss es ja mal ausprobiert haben. Da haben wir hier den... Entschuldigt. Den Tortugas Revenge. Oder Revenge. Okay. Ja, ich weiß, meine englische Aussprache ist natürlich nicht die sauberste. Und das ist schon richtig, ja. Aber, naja gut. Oh, 15 Cent. 3 Balls. Naja. Gut. Es gibt Menschengruppen, die haben zwei davon und haben die kostenlos dazu bekommen. Aber sei es drum. Ah, okay, hier ist wieder eine Schattenshow. Dann gucken wir doch mal. Ach, schade. Das habe ich gerade nicht so gut angestellt. Moment, das schaffen wir noch. Also mal wieder hindurch. So, hier rauf. Jetzt muss ich warten, bis die Person runtergeht. Ah, so wird ein Schuh draus. Ja. Ah, da haben wir schon mal 2 von 15 eingesammelt. Schade nur, dass ich im ersten Akt nicht alle eingesammelt habe. Aber na gut. Ach, bin ich hier richtig? Look, there's the balloon. It got snagged, so they can't pull it down. But nobody can get up there to untangle it. Okay, ich werde auch mal... Somebody didn't pay attention when he was tying it down. A carousel! I think I can turn it on. Do you have any luminaries? Ja, schalt das Karussell ein. Das machen wir gleich. Ich wollte nur noch mal hier hochgucken. Ab durch den Zirkus. Achso, hier kann ich nicht hinauf. Ah, wer sagt's denn? Hier haben wir noch was eingesammelt. Oh, sehr schön. Was haben wir denn hier Schönes? Bild von Johnnys Familie. Wir verlassen uns auf dich, Johnny. In Liebe, Cell. Okay, die Betonung war jetzt nicht ganz optimal. Das gebe ich auch zu. Aber darauf erhebe ich jetzt auch nicht den vollsten Anspruch. Na gut, hier können wir drin noch nichts machen. Das ist richtig, aber schön, dass wir uns schon mal umgeschaut haben. Ja gut, das ist manchmal ein bisschen störrisch hier mit dem Schatten, aber ist ja nun auch nicht weiter schlimm. Ich wollte mich ja noch bei diesen Schatten umgucken, den wir hier unten irgendwo hatten. Diesen Schatten, den wir da unten hatten. Mensch, das reimt sich sogar ganz gut. Okay, dann gucken wir doch mal. Ah ja, das wird uns irgendwie noch weiterhelfen, aber wohin muss ich denn jetzt? Ach so, da muss ich jetzt nur warten, alles klar. Ja, dann hau mal kräftig drauf hier. Ja, das war ja nicht gerade sonderlich. Na komm, jetzt hol mal richtig aus und dann mit Schmackes. Aber das ist genial, so kann man natürlich auch mal einen Algorithmus einbauen, der diese Höhen mal berücksichtigt. Also schön inszeniert. Na, irgendwie springt die dann aber auch nicht so hoch. Na, komm jetzt. So, nochmal hoch. So, und jetzt aber nochmal, komm. Richtig draufgehauen. Wieder schauen. Ah ja, so wird doch ein Schuh draus. Nein! Nose! Das war jetzt blöd. Ach ja, ich muss ja... Ja, natürlich. Es gibt ja noch eine Taste, die ich drücken kann. Natürlich völlig vergessen. Aber das machen wir jetzt noch. Kling, ka-ching und runtergerutscht. Alles klar. Naja, was soll's. Das schaffen wir schon irgendwie. Man muss natürlich ein bisschen den Impuls mitnehmen. Also kurz bevor das beim höchsten Punkt angelangt ist, ja, seht ihr? Da kommt man nämlich ganz gut hoch. Das ist reine Physik. Aber schön, dass sie das auch so berücksichtigen. Ja, holla die Waldfee. Das war jetzt mal wirklich reine Physik. Zack. Da sieht man, wie hoch man kommt. Aber das ist schön, dass sie sowas eingebaut haben. Ja, hau den Lukas im Schatten. Ja, ihr seht's, wie hoch man da kommt. Also, das ist auf jeden Fall machbar. Ja, na, dicke. So, 4 von 15 eingesammelt. Aber hier oben gibt es sonst nichts weiter zu observieren. Alles klar. Dann machen wir uns jetzt mal dort auf, das Karussell hoffentlich in Gang zu bringen. Hier rüber... Also, ich kann es nicht oft genug sagen, wie begeistert ich hiervon wirklich bin, weil
Das ist wirklich eine Art des Rätsels. Gab es die schon mal so? Also ich meine, es gibt das Spiel Limbo. Ich weiß, das arbeitet auch mit Schatten. Aber da kann man ja nicht hin und her wechseln. Ja gut, das hatten wir bereits. Oh, hier gibt es so viel zu entdecken auch. Oh, wo sind wir denn jetzt? Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. That sounds like Daddy. Jetzt weiß ich ja gar nicht, was ich als erstes machen muss. Ach verdammt, da muss ich das jetzt wohl machen. Na gut, dann gucken wir doch mal hier. Also interagieren wir mal damit. Oh! Coole Sache. Coole Sache, Moment. So, da haben wir jetzt erstmal einen Screenshot von gemacht. Ja. Ah, there she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. So the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter. The princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love with the princess. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, just like you. She used her wits to get past unexpected obstacles. Genial. Einfach nur cool. Und ganz ehrlich, das erinnert doch schon an Limbo sehr stark. Also ich weiß nicht, ob das jetzt dieselben Entwickler sind, aber... falls ihr euch gewundert habt, warum gerade da die Maus auch erschien, das liegt einfach nur daran... dass ich jetzt nochmal mit F10 einen Screenshot gemacht habe. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen warten, bis wir hier nicht mehr runterrutschen. Ey, das ist wirklich gerade wie Limbo, wo man auch so mit den Schatten arbeitet. She came to a wide river filled with snapping crocodiles. She couldn't even swim. So what do you think she did? She ran on top of their heads. That's right. It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. Ach so, ich hab schon verstanden. Nee, so klappt das nicht, aber... Ach so, ja, ja. Alles klar, ich muss hier rauf. Ah ja, ich habe so einen Trick. Nee, irgendwie hat das gerade nicht so geklappt, wie ich dachte. Dann gucken wir mal, ob mal... Ja, ja, Jumping Puzzles, ganz groß. Ah ja, so geht das. Gut, dann müssen wir uns hier beeilen. She learned to use some bendy tree branches to fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. And there... The princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see him. Ach so, kann ich dann vielleicht auf den drauf oder so? Das macht zumindest Sinn. The princess was a woman of action, and she was nimble. And the ogre was clumsy,
and easy to taunt. What's a taunt? That's when you make fun of someone. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. And so the princess tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again. Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Ach so, muss ich jetzt aus dem Schatten raus? Okay. Boah, geniale Sache. Moment, so viel Zeit muss man gerade sein. Die muss ich gerade noch ein bisschen gekonnt in Szene setzen, ins Licht rücken. Boah, genial. So, Screenshot gemacht und ab in den Schatten. There we go. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Ja, under my umbrella. Ja, da geht's mal weiter. Under my umbrella. Rella. Und so weiter. Ja, wollen wir uns mal wieder fallen lassen. So, wir müssen natürlich aufpassen, dass... Deeper and deeper into the cavern. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. So. Ich finde dieses Setting wirklich genial. Also, jetzt mal aufgepasst hier. So. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Also das ist ja wirklich jetzt eine sehr schöne Geschicklichkeitspassage. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Naja, ich weiß. Naja, das ist aber eine schöne Geschicklichkeitspassage. Achso, in den Schatten muss ich natürlich. Man muss hier natürlich ein bisschen fein steuern. Also man darf hier nicht zu sehr umher reißen den Stick. Genau. Unter dem Regenschirm. Das war ganz schön knapp, aber wie gesagt, das erinnert sehr stark an Limbo. Auch ein sehr geniales Spiel, also ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mir auch mal zulegen werde, weil das halt doch sehr schöner... Finally, she landed softly. Right in a spider's web! Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder! The princess needed to find somewhere to hide. Ach so, irgendwo. Ah ja. Ja, das machen wir jetzt noch ganz schnell. Also, der Part, der wird dann vielleicht auch mal ein bisschen länger, aber das ist ja an und für sich kein Problem. Oh, natürlich. Geniale Sache. Oh. Alles ist am Zusammenbrechen.
Oh, na, da müssen wir uns jetzt wirklich beeilen hier. Bei diesen Spinnennetzen müssen wir natürlich aufpassen. Ja, jetzt müssen wir uns wirklich hier sputen, dass wir hier irgendwie hochkommen. Hilfe. Und nu? Ach so. The princess remembered how the webs were holding up boulders. Yay! Oh. Moment, Zusammenbruch. Okay, erstmal warten. Zumindest ein bisschen, okay. Ja, arme Spinne. Finally, she found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song, very quietly. After a few days, the princess got to wondering why her dad kept trying to give her away. That too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. Na gut, auf ins dritte Abenteuer. Oh, was wird uns jetzt erwarten? Und seht ihr den Hintergrund, wie der auch sich verändert? The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms, but she was very brave and nimble, just like you. She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Ach so, da muss ich wohl nochmal zurückrennen oder sowas. Oieieiei, das ist relativ knapp, ja. Okay, dann können wir hier diesen Abgrund wieder überqueren. Naja, also man sieht schon, dass da eine Schwierigkeit auf jeden Fall drin ist. Und up and up she climbed. When she got cold, she thought about the hot buttered muffin she would make once she got Fred home. Do you still like muffins? I love muffins. The princess hoped Fred liked muffins. Na, warten wir mal hier. Ah, genial, ein Geysir. Na? Hilfe. Ah! Okay. Moment, das kriegen wir hin. Daran arbeiten wir. Wir kennen dieses Problem. Es ist uns bestens bekannt. Aber vor allem so schön dargestellt. So schön einfach und... Also das Spiel, das begeistert mich wirklich. Der Part, der muss jetzt mal ein bisschen länger werden. Ist mir gerade egal. So, jetzt mal schnell hier warten. Dass wir hier den Stein überbrücken können. Sehr schön. Alles klar. Also die Rätsel, die haben schon wirklich viel Raffinesse. Ja, man kann sie gut lösen noch. Und vor allem, wie gesagt, immer dieser Wechsel. Achso. Na, komm mal ran hier. Ups. Da hat es mich wohl doch erwischt. Na ja, komm. Gehen wir mal in den Schatten wieder. So. Ah, das wurde sogar so gespeichert. Na, alles klar. Naja, er wäre zwar schon lange verbrannt, aber ist ja auch egal. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. And so, the princess and Fred lived happily ever after. Oh. Fred never had to go on another adventure again, and they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Geniale Sache. Also so, ich denke mal, hier wird gespeichert, genau. Boah, also,
genial, dieser Part. Also, sowas Geniales habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Also, das lobe ich wirklich sehr hoch und ich hoffe, dass euch auch dieser Part gefallen hat, vor allem mit dieser, wie gesagt, dieser Wechsel zwischen 3D und 2D in diesen Schatten, was ja wirklich an Limbo sehr stark erinnert. Ich hoffe wirklich, dass euch auch diese Geschichte unter anderem gefallen hat und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Seid also beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Contrast. Also bis dahin, euer The Friend Scene.